Abschnitt 5 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4, Teil 1. Der erste Tagesmarsch der Safari war kurz. Nach 2 Stunden wurde das Lager aufgeschlagen. So wird es stets gehalten, einmal um Vergessenes schnell herbeizuschaffen und Nachzügler zu erwarten, besonders aber, um die Leute nicht gleich durch Strapazen kopfscheu zu machen, sondern gelinde von der Küste wegzubringen. Am Morgen wimmelte es im Lager von Leuten, die nicht dahin gehörten. Die Askaris haben meist 1 oder 2 Frauen oder Freundinnen, mit denen sie in zahmer oder wilder Ehe leben. Die Träger wurden von ihrer ganzen Sippschaft begleitet. Das Geschnatter wurde zum Schmerzgeheul, als der Befehl erging, das Lager zu verlassen. Die Pfadfinder nahmen 10 Askaris und trieben die heulende Horde vor sich her und nach der Küste zurück. Jobst fragte seinen Neffen, »Hast du schon einen Boy, wie der gute Deutsche hier sagt, einen Leibdiener und Burschen zu deiner persönlichen Aufwartung und zu deinem täglichen Ärger?« »Nein.« »Dann müssen wir einen haben.« Der Afrikaner griff in die Horde hinein und holte einen 17-jährigen Bengel heraus, der ein freundlich, pfiffig, freches Gesicht, die dicken Lippen, die platte Nase, die fletschenden Zähne seiner Rasse und als besonderes Kennzeichen auf dem ganzen Hinterkopf eine Tonsur, einen haarlosen, hässlichen Hinterschädel hatte. »Hey, hast du einen Vater?« »Ich weiß nicht, Mana, ob ich einen habe.« »Hast du eine Mutter?« »Da geht sie.« »Gut, willst du Boy bei diesem Herrn sein? Viel Essen kriegst du, 5 Rupien im Monat und 6, wenn du nicht stiehlst.« Bei diesen Aussichten strahlte das schwarze Gesicht. »Wie heißt du denn?« »Simba.« Es war zum Lachen, dass der Knirps Simba, das heißt Löwe, hieß. »Haha, bist du so ein Löwenkerl oder hast du einen Löwen getötet?« »Nein, ein Löwe hat mich nachts aus dem Hause geholt, im Rachen eine Strecke fortgetragen und mir die Kopfhaut abgerissen. Darum heiße ich Simba.« Das Weib, das er als seine Mutter bezeichnet hatte, näherte sich aufgeregt wie eine Löwin, der man ihre Welpen nehmen will. Sie hielt den Bengel, der sich energisch der Mutterzärtlichkeit zu entwinden versuchte, mit beiden Armen und beteuerte unter Tränen, dass sie sich ihren Sohn nicht vom Herzen reißen lasse. Auf keinen Fall, um keinen Preis, wenn sie nicht 5 Rupien erhalte. Als das Geld gezahlt war, erklärte sie seelenruhig, »Bana, wenn du 10 Rupien gibst, kannst du den Bengel für immer behalten.« Der Bursche fürchtete, dass seine glänzende Stellung ihm entgehen könne, wischte ihr unter den Armen weg, lief dem Lager zu und machte eine lange Nase, was sein gerührter Abschied von der Mutter war. Die schwarzen Afrikaner sind Gemütsmenschen. Das Weib bellte erbost, »Der Balg ist nicht mein Sohn, ich habe den Bastard auf der Straße gefunden.« Simba schien, wie viele Neger, weder einen Vater noch eine Mutter zu haben und war ein unerzogener Schmutzfink, der eine dunkle und dreckige Haut und einen sehr hellen Verstand hatte. Was er in den ersten 14 Tagen vertilgte, war schier unheimlich. Der arme Kerl war offenbar groß gehungert und groß geprügelt worden und ein schwarzes Ziehkind gewesen. Die Safari brach auf, um am 2. Marschtage 3,5 deutsche Meilen zu machen. Die sonnenverbrannte Steppe bot auf allen Seiten das gleiche, gluterfüllte Bild des öden, grellen, einerlei. Die Negerpfade liefen hier in der Küstennähe kreuz und quer. Die Führer waren an der Spitze. Scheinbar gedankenlos und unachtsam stampfte Jobst vorwärts, so dass der junge Mann bedenklich fragte, »Ich fände nicht nach Dar es Salaam zurück. Hast du auf den Weg und die Himmelsrichtung geachtet? Nach meiner Meinung gehen wir zu weit nach links, zu weit nach Süden.« »Unsinn, noch mehr links wollen wir halten.« »Sieh doch mal den Sonnenstand dir an, wir gehen falsch, ganz falsch.« »Willst du mich belehren? Ich habe 20-mal den Weg nach Tambora gemacht, im Halbdunkel und Halbdusel fände ich die Wasserstellen bis dahin. Das Grünhorn hat vergessen, dass hier die Sonne im Norden steht, sintemal wir südlich vom Äquator sind.« »Oh, ich Dummkopf!« »Lass die Neger nicht hören, dass sie einen so landeskundigen Pfadfinder haben. Sie könnten das Vertrauen zu unserer Führung verlieren.« Erb blickte von einer höheren Erdwelle zurück. Die Negerpfade gestatteten nur die Kolonne zu einem, den Gänsemarsch. Der endlose Menschenzug dehnte sich über 2 Kilometer und sah aus wie ein spindeldürres, 1000-füßiges Riesenreptil, das durch die Steppe in Schlangenwindungen kroch. »Wie der 1000 Fuß unserer Safari sich schlängelt, ist das nicht schön?« »Nein, das ist infam. Nimm unseren Esel und treibe die Nachzügler vorwärts, damit die Letzten sich nicht drücken mit ihrer Last.« Erb bestieg den Maskatesel und führte den Auftrag aus.
Mit den Fingern hielt er sich die Nase fest zu, denn ein grauenhafter Geruch umwob die Trägerkolonne und schlug ihm wie stinkender Aas ins Gesicht. War das die berüchtigte Ausdünstung des schwitzenden Negers? Rochen die Kerle so pestilenzialisch? Nein, sie trugen am Schurz große Stücke getrockneten Haifisch, der für die Schwarzen ein Leckerbissen und für die Weißen die wahre Pest ist. Der getrocknete, an der Küste billig verkaufte Haifisch riecht wie 10 faule Fische und ist dem Neger ein Wohlgeruch Arabiens und eine Speise der Götter. Die Wasserstelle ist stets der Rastort. Erb gab seinem Burschen, dem eine Generalreinigung Not tat, ein Stück Seife. Nach einer Stunde war die Seife völlig verbraucht, Simba jedoch mit derselben Schmutzkruste bedeckt wie zuvor. Ins Gebet genommen, zeigte der Bengel mit der unschuldigsten Miene auf seinen Paus. Er hatte die Seife innerlich angewandt und als Zukost zum trockenen Maisbrei verzehrt. Der Herr hat ihn gebadet und gebürstet und das Gebot, du sollst dich 3-mal täglich mit Seife waschen, ihm eingeschärft. Am 3. Tage hatte Erb ein halbes gebratenes Perlhuhn im Blechkasten für seine Abendmahlzeit aufgehoben. Als er um 6 Uhr seinen Hunger stillen wollte, war der Kasten leer. »Hey, wo ist das Huhn?« Simba sah mit Unschuldsmiene seinen Herrn an und sagte, »Huhn ist fortgeflogen.« »Ja, in deinen Magen ist es hineinspaziert.« Der Diener bückte seinen Rücken, um seine Prügel hinzunehmen, doch der Herr schärfte ihm das 7. Gebot ein mit dem Beschluss, »Wenn du das Gebot übertrittst, schreibe ich es dir mit dem Kiboko 7-mal auf deine Haut.« 2 Tage hielt der Bursche das Gesetz Moses, aber am 3. fuhr er auf dem Wege von der Kochstelle zum Zelt mit den schmierigen Fingern in die Wildragout-Schüssel seines Gebieters hinein und fischte die besten Stücke heraus, die er wie ein Pelikan verschlang. »Du Schwein!« brüllte es. Simba setzte schnell die Schüssel auf den Tisch, bog den Körper, bis der unedelste Teil alle Edlen überragte und bat, »Bwana, schlage mich 7-mal!« Er betrachtete die Prügel als den Preis, den er für den unerlaubten Schmaus zahlen müsse. Trotz aller Belehrung konnte der Boy das Naschen nicht lassen, beichtete aber selbst nach einem Mundraub seine Sünde durch die gebückte Stellung. Alle Tage hörte man im Lager das Geheul irgendeines Delinquenten, der seine verdienten Hiebe bekam. Eine Unmenge von halbwüchsigen Burschen bildete nämlich das lästige, unvermeidliche Gefolge der Safari. Jeder Askari hatte seinen Boy, der ihn bediente, dafür, was von den Rationen des schwarzhäutigen Herrn übrig blieb, und zwar nicht immer ein Lohn, wohl aber die Hoffnung auf ein paar Rupien und außerdem eine auskömmliche Anzahl von Ohrfeigen und Püffen erhielt. Sogar viele Träger hatten einen Buben gedungen, der ihren Wasserkessel und ihre Armseligkeiten trug, vom Abfall und Abhub sich ernähren musste und natürlich auf jede Weise seinen Schakalhunger zu stillen bestrebt war. Alle Morgen vor 5 Uhr weckte der Bläser, denn bald kam die unbarmherzige Sonne. Um die paar kühleren Stunden zu benutzen, wurde nach einem Schnellimbiss aufgebrochen. Erb litt sehr unter der Hitze, klagte aber nie. Doch der Weg ärgerte ihn, wie jede Unvernunft den gesunden Menschenverstand in Harnisch bringt. Ein von vielen nackten Füßen ausgetretener Pfad, auf dem nur einer nach dem anderen gehen konnte, der unglaubliche Windungen machte, jeden gestürzten Baum, jeden Termitenhügel, jeden Dornbusch, jedes Loch im weiten Bogen umging, das war die große Karawanenstraße nach Mpapua, die von Tausenden von Negern, Europäern, Arabern, Indern begangen wurde. Erb sagte ärgerlich, »Warum schaffen die Dummköpfe nicht die Hindernisse aus dem Weg? In Afrika scheint man nicht zu wissen, dass die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten die gerade Linie ist.« Jobst lachte. »Der bequeme Neger bückt sich nicht und räumt nichts für sich selbst, geschweige denn für seine Nachfolger und Nächsten aus dem Wege. Diese Straße ist für Afrika vorzüglich. Auch die Wärme ist moderat. Wir haben nur 30 Grad Celsius im Schatten. Es kommt bald besser.« »Eine nette Glut.« »Oh, jetzt, von August bis Dezember, haben wir die trockene, angenehm kühle Zeit im Lande, aber vom Dezember bis März, wo zwischen den Regen eine Treibhaustemperatur herrscht und das Thermometer auf 40 Grad steigt und ich manchmal den Rock ausziehen muss.« Erb guckte den Alten an, der tatsächlich bisher den Rock anbehalten und scheinbar nicht geschwitzt hatte. »Ja, du bist ausgedörrt und hast keine Flüssigkeit im Leibe.« Job grinste. »Nahm ich nicht in Dar es Salaam Flüssigkeiten in Masse zu mir? Aber auf Safari trinke ich mäßig. Je mehr man trinkt, desto mehr man schwitzt.«
Der Weg führte durch eine Niederung, die mit dem 2 Meter hohen Elefantengras bestanden war. Durch die Grasmassen führte ein enger Pfadspalt, der, weil die welken Blätter gebrochen und oben zusammengefallen waren, einen förmlich fürchterlichen Tunnel bildete. Stunde um Stunde ging es in dem grauenhaften Grastunnel, in dem die Hitze, die Ausdünstung erstickend war. Der junge Afrikaner troff und trank von dem abscheulich lauen, mitgeführten Wasser in gierigen Zügen. Erb erlag fast der Hitze des Tunnels, ihm wurde schwarz vor den Augen, sein Atem keuchte. Der Oheim schielte nach ihm und sagte befehlend, »Setz dich auf den Esel und reite voraus, um festzustellen, ob die Hölle nicht bald aufhört.« Der Neuling blieb vor dem Hitzschlag bewahrt und wusste, dass der Befehl eine väterliche Fürsorge war. Eine Buschlandschaft breitete sich von Kimmung zu Kimmung. In der Hoffnung, dass hier der Wildreichtum Afrikas sein werde, ließ Erb seinen Burschen, der 2 Flinten und Munition trug, neben sich gehen, und sobald sich etwas im Busch regte, riss er die Flinte hoch. Der alte Pfadfinder lachte ihn aus. »Du meinst wohl, dass die Löwen hier herumhüpfen, wie die Hasen in der Magdeburger Börde? Manche hat 10 Jahre in Afrika gelebt, ohne einen Löwen zu Gesicht zu bekommen. Ich hatte nur die Absicht, uns einen Antilopenbraten zu verschaffen.« »Du wirst bis Papua kein Horn und keine Klaue, geschweige denn Wild, zu sehen bekommen. Ich wette einiges.« Simba mischte sich vorlaut ins Gespräch und fragte, »Will Bana Bunduki 10 Rupien mit mir wetten? Will Bana Bunduki wetten, dass hier keine Leoparden sind?« Der kleine Frechling hielt kühn die schmutzige Hand hin, um die Wette abzuschließen. Jobst sagte trocken, »Ja, ich wette, dass ich dir, du Halunke, 10 herunterhaue, wenn du mir nicht bis heute Abend eine Leopardenfährte zeigst.« Der Bursche hatte eine halb verwischte Fährte im Sande gesehen. Sobald das nächste Lager aufgeschlagen war, schrie Simba bald, »Leopard, Leopard!« Er hielt nur ein paar gelbe Haare, die er von einem Busch gerupft, und behauptete, »Hier hat er sich die Zecken abgekratzt.« Jobst nickte. »Pfui, der Bengel beschämt mich durch seinen Scharfblick. Die Falle her!« Die Falle wurde mit Köder versehen und gut verankert. Im Halbdunkel des Frühmorgens kniff der Boy kräftig Erbs große Zehe, denn das ist die Weckmethode des Negers, der in dieser unsanft wirksamen Weise seine schlaftrunkenen Genossen untermacht. Oheim und Neffe liefen hin, um die Falle zu untersuchen. Ein mächtiger Leopard kauerte auf dem Tellereisen, knurrte und fauchte. Die Bestie, die seltsamerweise nicht mit dem Fuß, sondern mit der Rute festsaß, biss in Raserei immer wütender in das Eisen und den eigenen Schweif hinein. »Simba, hol einen Knüppel, wir wollen den Hund totschlagen, damit das schöne Fell heil bleibt.« Da war es möglich. Der Leopard war frei, hatte seine Rute durchgebissen und duckte sich zum Sprung. Erb war dieser Überraschung nicht gewachsen. Der Alte war es zum Glück. Im Nu hatte er die Jacke vom Leibe, das Bowie-Messer aus dem Gürtel gerissen, die Jacke um den linken, zur Abwehr erhobenen Arm gewickelt und das Messer in der stoßbereiten rechten. Der Leopard, der nur in höchster Not oder Wut den Menschen annimmt, brüllte und sprang. Ein Biss, ein ruhiger, wuchtiger Stoß und Stich. Die Bestie lag tot. Die Zähne waren durch die Jacke, aber nicht tief in den Arm gedrungen. Jobst wollte seine Wunde nicht beachten. Aber sein Neffe holte den sogenannten Doktor der Safari, einen Sanitätsunteroffizier, der als Arzt fungierte, mit Chinin und Rizinus große Heilerfolge erzielte und als Chirurg mehr leistete als mancher zunftgerechte Mediziner. Der Doktor desinfizierte die oft bösartige Bisswunde und legte einen Verband an. Jobst schob die abgehäutete Decke seinem Schützling hin. »Du kannst sie als Bettvorleger benutzen und als deinen ersten Leoparden vorzeigen.« Erb dankte freundlich und dachte nach. Nach einer leisen Unterredung mit seinem Boy ging er mit diesem spätabends in die mondhelle Steppe hinaus, bis sie ein von Schilf und einigen Sykomoren umstandenes Wasserloch erreichten. Der Neger las die Spuren der vielen Tiere, die hier zur Tränke kamen. Eine Leopardenfährte suchte er umsonst. Zuletzt sprang er mit einem Satz und Schrei auf die Füße. »Simba, Simba!« »Beim Bart des Propheten, hier war ein Löwe gewesen!« Der Deutsche versteckte sich im Schilf und harrte geduldig auf den ersten Löwen in freier Wildbahn. Der Mond schien hell, die heiseren Hyänen heulten. Ein herrlicher Anblick, die Zebras, die mit Lauschern und Nüstern sicherten, die harte Beasts, die Umschau hielten, zu beobachten.
Die Tiere, die mit häufigem Hochrecken des Kopfes den heftigen Durst löschten, witterten wohl den gefährlichen Menschen. Plötzlich erkletterte der schwarze Diener wie ein Affe eine Sykomore, ein Körper flog durch die Luft, auf dem harte Beest lag ein Löwe und biss die Gurgel durch. Der Deutsche riss die Büchse hoch und zielte ruhig, wie auf der Rehbockjagd im Buchenwald. Ein Schuss ins Raubtierauge auf 10 Schritt, der Löwe verreckte. Als Jobst am Morgen aufgeregt erzählte, es hätten Löwen in der Nacht gebrüllt, da holte Erb das Fell hervor. »Ich möchte dir mit dieser Löwenhaut ein Gegengeschenk machen.« »Donnerwetter, Donnerwetter, mein Junge, das ist ein Löwe!« Der Alte war gerührt, wollte es aber nicht sein und schränkte sein Lob durch den ironischen Nachsatz ein. »Du hast ihn wohl schwer krank und als Kadaver gefunden. Übrigens sind die Löwen meist feige. Der Elefant ist ein anständiger Gegner und der Büffel der allerschlimmste Bruder.« Ein Trägerzug, dem man begegnete, erzählte, dass im Westen der Hunger im Lande und Hunderttausende gestorben seien. Der Oberleutnant F., ein kurz angebundener Herr mit jener gelblichen Gesichtsfarbe, die langen Tropendienst und eine angegriffene Leber verrät, aber auch ein Mann, der bis ins Kleinste ums Wohl und Wehe seiner Leute sich kümmerte, beriet sich sofort mit dem erfahrenen Führer, ob Vorräte mitzunehmen seien. Renner zuckte die Achseln. Immer herrscht in Ostafrika irgendwo eine Hungersnot, was bei der Natur des Negers, der nicht mehr anbaut, als er notwendig gebraucht, natürlich ist. In der Regel ist der Hunger nur in einem begrenzten Gebiet, das man durch 2 bis 3 Eilmärsche überwindet. Unsere Träger sind voll beladen. Sollen wir etwa den Askaris 20 bis 30 Pfund aufbürden? Um Gottes Willen, die Askaris fühlen sich als schwarze Grandseigneure, sobald sie die Khaki-Uniform tragen. Der dümmste Rekrut, der noch vor 6 Monaten Kannibale war und in den ungewohnten Riesenschuhen stolpert, spreizt sich und spuckt auf die Paviane, wie er seine bisherigen Kameraden nennt. Der Leutnant kannte seine Leute. Die Sonne stach. Selbst die Neger baten um baldige Rast. Der junge Deutsche schaute nach dem Thermometer und rief entsetzt, 42 Grad im Schatten. Erb war dem Umsinken nahe, als sie wider Erwarten einen schattigen Hain erreichten. Der Onkel brach von einem Mangobaum reife Früchte und reichte sie dem Verschmachteten, der das hellgelbe Fruchtfleisch trotz eines leichten Terpentingeschmacks, der ihm anhaftet, mit Behagen verzehrte. Die Mangofrucht ist das beste Obst Ostafrikas, obgleich alle hochgepriesenen Tropenfrüchte neben unseren edlen Äpfeln und Birnen die reinen Kürbisse sind. Jobst behauptete, hier sei einmal ein Negerdorf gewesen und verlassen worden. Der Mango, die Bananen und die Rizinusstauden beweisen es. Der Neger wird sofort, wo er sich niederlässt, Rizinus pflanzen, nicht zum Einnehmen allerdings, sondern um seinen Leib zu salben. Überall findet man verlassene Negerdörfer, stumme Zeugen afrikanischer Tragödien. Zulu-Stämme, besonders die Wangoni, drangen aus dem Süden, vernichteten ganze Dörfer, ja, große Völkerstämme. Die Araber schleppten blühende Niederlassungen in die Sklaverei und töteten, was alt und schwach war. Afrikas Geschichte ist ein ewiger, entsetzlicher Mord. Dass dieser Erdteil noch ein solches Menschengewimmel hat, zeugt von seiner unverwüstlichen Zeugungskraft. Mpapua, die erste Etappe des Riesenweges, war erreicht. Die Träger erhielten hier 3 Rupien Posho, das heißt Verpflegungsgeld, ausgezahlt, wofür sie ihre Beköstigung selbst zu bestreiten hatten. Leider ließen sich manche in ihrem Leichtsinn von den sogenannten Pombe-Weibern, die Hirsebier bereiteten und Abnehmer suchten, dazu verleiten, diese Neger-Animierkneipen zu besuchen und ihre paar Rupien für Bier auszugeben, so dass diese schwarzen Sumpfhühner mit einem großen Katzenjammer, aber mit einem geringen Reis- und Maisvorrat Mpapua verließen. Zu ihrem Verhängnis, wie sich bald zeigte. Zwar war es dem umsichtigen Oberleutnant gelungen, 12 Träger neu anzuwerben und mit Vorräten zu beladen, doch was sind 12 Menschenlasten, was sind 800 Pfund Getreide, wo 500 Neger satt werden sollen? Wohl kann ein Negermagen nach den Umständen sich einrichten, sich aus- und einrenken, 10 Pfund Fleisch verschlingen oder mit einer Handvoll Reis sich begnügen, aber ein Minimum von Speise muss auch der schwärzeste Hungerkünstler haben. Das Land zwischen Papua und Kilimantinde wird Ugogo genannt. In Kiswahili bezeichnet die Vorsilbe U das Land, M den einzelnen Mann und Wa die Bewohner des Landes.
Der Mgogo haust mit seinen Artgenossen, den Wagogo, in Ugogo. Dieser Bezirk gehört nicht zu den besten, denn das allbefruchtende, in Afrika allmächtige Wasser wird in der Trockenzeit knapp. Aber auch nicht zu den sterilen Steppen, die 9 Monate lang eine Wüste sind. Die Wagogo verbreiteten nicht nur den üblen Negergeruch, sondern einen spezifisch üblen Duft, sintemal ihre wolligen Haarlocken von ranzigem Fett und Rizinusöl troffen. Dennoch fand Erb hier einen ungewöhnlichen Reinlichkeitssinn, der sonst beim Neger wenig entwickelt ist, und sah mit Freuden, dass die Wagogo sich wuschen. Bei näherem Zusehen freilich bemerkte er, dass die schwarzen Waschbolde nicht mit Wasser, sondern mit ihrem Urin sich reinigten, denn Wasser war knapp und musste, natürlich von den Weibern, in der Trockenzeit stundenweit in Kalebassen und auf Köpfen herbeigeholt werden. Unter diesen Umständen war es oft schwierig, für die vielköpfige Safari eine auskömmliche Wasserstelle zu finden. Jobst, als der verantwortliche Führer, fragte die Eingeborenen mit unsagbarer Geduld nach dem Wasserstande des betreffenden Lochs und nach der Weglänge aus. Eine brauchbare Auskunft aus dem einfältigen oder verlogenen Neger herauszuholen, ist eine Kunst, die der Alte verstand. Der Oberleutnant fragte bündig, wie viele Marschstunden es bis zu der nächsten Wasserstelle seien, und erhielt die höchst bescheidene Antwort von dem Gogo: Hatujui, sa, sisi washensi. Das heißt, Herr, wir sind wilde und kennen die Stundenzahl, die Zeitrechnung, nicht. Jobst fing es anders an und gab dem Wilden ein Stück Plattentabak. Freund, wo steht die Sonne bei unserer Ankunft an dem Wasser? Worauf ihm der Sonnenstand ziemlich richtig gezeigt wurde, so dass er die Entfernung selbst berechnen konnte. Drang man für eine Armlänge Khartun einen Wegweiser, so gab der Schlaue, um etwas Erfreuliches zu sagen, meistens eine kürzere Marschzeit an. Doch der alte Afrikaner erkannte diese Eigentümlichkeit und legte die Antwort richtig aus, sagte jener: Karibu sana. Ganz nah, so war es noch eine Stunde, hieß es hoffnungsvoll. Karibu Simbali. Nicht mehr weit, so waren es gut und gern 2 geschlagene Stunden, und wurde im tröstlichen Tone erwidert: Lakini Simbala sana, Bana Kuba. Nicht arg weit, hoher Herr. So wusste er, dass 3 bis 4 stramme Marschstunden zu machen seien. Ein ganz geriebener Mgogo freilich gab eine viel zu lange Marschzeit an und sagte plötzlich mit pfiffigem Grinsen: Wir sind am Wasser. Die angenehm Enttäuschten, die am Ziel waren, wollten in ihrer Freude dem Schlauberger Tabak geben. Jobst jedoch fuhr dazwischen. Das fehlte noch, den Kerl für seine Lügen zu belohnen. Schon 2 Tagesreisen hinter Mpapua hatten die meisten Träger ihre Vorräte aufgezehrt. Man musste ihnen Vorschuss in Khartun und Glasperlen geben, um Lebensmittel zu kaufen. Oh, in den Dörfern war nichts zu haben. Die Wagogo erklärten, dass sie den Hunger im Lande hätten. Was nun? Der Pfadfinder riet, in ein paar Gewaltmärschen den Hungerbezirk schleunigst zu durchqueren. Man trieb die Träger vorwärts, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Jedoch die Missernte erstreckte sich über ein weites Gebiet. Auf 100 Meilen sei kein Kolben, keine Ähre, keine Wurzel zu kaufen, sagten die Neger. Das war natürlich sehr übertrieben, denn die Ernteberichte aus Unjamwesi lauteten günstig. Jeder Marsch in Afrika kann zur Tragödie werden. Das erfuhr Erb auf seiner ersten Safari, als er es am wenigsten erwartet hatte. Die darbenden Neger murrten nicht, und als die immer mehr ausgemergelten Gestalten sich und ihre Last von 70 Pfund mit stoischer Geduld weiterschleppten, wurde sein Herz bewegt, ja erschüttert. Er, der zu Hause den satten, dicken, dünkelhaften und selbstgerechten Menschen alles Unglück, Börsenkrach und Bankerott in den Hals gewünscht hatte, fühlte hier ein inniges, ungeheures Erbarmen mit den armen Geschöpfen, die im Heißhunger wie die Tiere des Feldes geworden waren. Sein von Schmach und Bitterkeit verhärtetes Herz war so weich, voll Mitleid und Weh geworden. Er sparte sich das Essen vom Munde ab, um zu helfen, obgleich seine Gabe bei der Menge wie ein Tropfen auf einen glühenden Stein fiel. Zahlreiche Träger rupften das dürre Gras, kauten es und schlangen das nährlose Zeug herunter, um den Magen zu füllen. Andere wurden gesetzlos und handelten nach dem tierischen Gebot des Daseinskampfes und stahlen oder raubten in den Hungerdörfern die letzten Ähren. Einige kehrten nicht wieder und waren von den Bewohnern erschlagen worden.
Mehrere Neger schossen, wie die Wölfe im Winter, eine Hungergenossenschaft und raubten in einem Dorf die letzte Ziege, die sie zerrissen, roh und noch rauchend, verschlangen. Der Dorfschulze erschien im Lager mit seinen Ältesten, zeigte auf sich und seine Genossen und forderte Bestrafung der Übeltäter. Das waren lebendige, hohläugige Skelette. Der Leutnant befahl, die Schuldigen zu binden und zu bringen. Der Sünder, deren Maul noch blutig vom wölfischen Male war, wurde ohne Federlesen zum Strick verurteilt, denn in so kritischer Lage muss die afrikanische Disziplin doppelt streng gehandhabt werden. Die schwarzen Henker, die leider ihrem scheußlichen Handwerk mit Eifer, ja mit Vergnügen nachgingen und eine Hinrichtung für einen Hauptspaß hielten, wählten einen Leberwurstbaum als Galgen. Die Delinquenten gingen mit jenem scheinbaren Stoizismus des Negers, der nur Stumpfsinn ist, dem Tode entgegen. Schon war die Schlinge am Halse befestigt. Da trat Erbenheim als Anwalt der arme Sünder vor und hielt dem Leutnant eine leidenschaftliche Rede. Die unwissenden Neger gehorchten nur dem Instinkt der Selbsterhaltung. Straft man ein Tier, weil es tötet, um sein Leben zu erhalten? Diese Elenden, die ein Zicklein raubten, dürfen nicht gehängt werden. Ich denke, dass ich der Herr der Safari bin, murrte der Leutnant. Ja, eben darum haben sie das schöne Recht der Begnadigung. Und der Leutnant begnadigte die Leute, die ein Freudengeschrei erhoben. Erb sah auf dem traurigen Hungermarsche, dass der Neger, der als gänzlich gefühllos gilt, der Aufopferung, des Edelmuts und einer hochherzigen Tat sehr wohlfähig ist. Entkräftete Suaheli wühlten aus dem Sande Saft und kraftlose Wurzeln, die sie verschlangen, und schleppten sich weiter mit ihrer Last. 10-mal fielen sie hin, 10-mal rafften sie sich auf und erreichten das Nachtlager. War das nicht Dienertreue? Blutjunge Wasukuma waren am Ende ihrer Kraft und schlossen apathisch die Augen, um den Tod zu erwarten. Da kamen ihre Kameraden, die unter ihren 60 Pfunden keuchten und krochen, weiß Gott, zurück, und trugen die Last der Erschöpften eine Strecke. 2-mal mit ihrer und ihres Bruders Bürde machten diese Braven den langen Weg, und spätabends waren alle Lasten und alle Maroden zur Stelle. War das nicht die wahre Bruderliebe, die der Christ so laut im Munde führt? Die Wanyamparas, die schwarzen Base und Führer der Träger, die sonst nur kommandieren, die Faulen schlagen und selbst keinen Finger rühren, halfen tüchtig und trugen die Last der Schwachen. Die nichtsnutzigsten Boys, die sonst ein schlimmer Ballast sind, wurden jetzt brauchbare Leute und fassten überall willig mit an, obgleich sie leere Eingeweide und keine Kraft in den Knochen hatten. Trotzdem stieg mit jedem Tage die schreckliche Not. Alles Wild schien aus Afrika verschwunden. Nur ein mageres Frankolin-Huhn schoss der Pfadfinder, der es briet und mit seinem Neffen teilte. So wenig es war, wurden doch die Keulen für das Frühstück aufgehoben. Simba hatte heute ein gutes Werk getan und die Last des kranken Metusa, der in Hunger und Fieber von Flusspferden und Fleischbergen fantasierte, getragen, hatte dafür einen Gotteslohn erwartet und nur einen Maiskolben gefunden, das heißt, dem Esel gestohlen. Schwermütig knabbernd, mit den glänzenden Zähnen, die harten Körner zermalmend, betete er als guter Islamit. Allah, il Allah, soll meine Tat unbelohnt bleiben? Als er seinem Bana das Nachtlager bereitete, fing seine Schakalsnase an zu wittern. Simba öffnete den Blechkasten, lachte mit dem ganzen Gesicht, ließ es sich schmecken und lobte Allah und den großen Propheten. In der Nacht schlief er fest und vorzüglich, wie das gute Gewissen. Aber am Morgen rumorte etwas in seiner Brust. Rasch und reuig entblößte er den alleruntersten Teil seines Rückens und bat, »Hoher Herr, schlage mich 7-mal, lieber Herr, schlage mich mit sanfter Hand!« Erb hatte sofort eine fürchterliche Ahnung und fasste den Kiboko. »Du hast die Keulen gemaust? Du Halunke, warum hast du wieder gestohlen?« Der Bursche querte die Arme und sprach mit ergebener Miene. »Amriya Mungu«, das heißt, »es war ein Befehl Gottes, was sollte ich machen?« »Der Neger ist ein grässlicher Fatalist. Was kommen muss, das kommt. Alles, was er tut, ist ein Befehl Gottes, eine Vorsehung, dagegen absolut nichts zu machen ist.« Der Deutsche musste über die fromme oder freche Naivität seines Burschen lächeln und schlug ihn nicht. »Es ist Gottes Befehl, dir diesmal die Strafe zu schenken, weil du schweren Hunger und doch Methusas Last getragen hast.
Sobald dir aber Allah wieder das Stehlen befiehlt, wird mein Gott mir gebieten, alle 10 Gebote dir zweimal auf den Rücken zu schreiben mit dieser dicken Nilpferdfeder. An diesem Tage machte die entkräftete Safari nur 7 Kilometer. Der Chef rief den Pfadfinder und redete in schwerer Sorge um die ihm anvertraute Menschenschar. Hinter uns ist das Verderben und vor uns? Alle Träger gehen zugrunde, wenn wir nicht in 2 bis 3 Tagen Nahrung bekommen. Jobst schlug vor, hier ein paar Rasttage zu machen, ihm 10 der kräftigsten Leute und die 3 Esel und Maultiere mitzugeben, um einen forcierten Vorstoß und Versuch zu machen, Proviant zu beschaffen und ins Hungerlager zu bringen. Der kleine Zug, dem Erb sich anschloss, machte einen Eilmarsch. Wer marode wurde, wurde auf einen Esel gesetzt, einerlei, ob seine Haut weiß oder schwarz war. In dem sengenden Sonnenmeer wurde der glühende Sand lebendig. Die Luft, die siedeheiße, brauste und wurde finster von dem furchtbaren Samum und Sandsturm dieser Gegend, der Mund und Nase mit Staub füllt und das Atmen fast unmöglich macht. Der junge Afrikaner, geröstet, zerschmolzen und erstickt, verwünschte den dunklen Erdteil, den Gott verflucht, mit allen Schrecklissen und Plagen, mit Fieber, Fliegen, Gifttieren und Giftpflanzen, mit Schlangen und jedweder Scheußlichkeit reichlich ausgestattet hatte. Endlich ein Bananenhain, ein freudiger Anblick und sicheres Anzeichen, dass die Wildnis von Menschenhänden bezwungen wurde, und ein großes Negerdorf. Aber unheimliche Stille empfing die Fremdlinge. Kein Köter kläffte, kein Huhn gackerte, kein Weib lugte neugierig aus dem niedrigen Türloch der runden Hütten, die an der Gasse wie große Bienenkörbe standen. Erb kroch durch ein Loch, sein Kopf und Körper prallten zurück. Ein pestilenzialischer Gestank schlug ihm entgegen. Negerleichen von Hyänen schon angefressen verwesten in den Hütten. Von draußen pochte man an die Wohnungen, die alle eine stinkende Gruft waren. Alle, bis auf eine, die mit schwachem Schrei Antwort gab. Hier lagen 5 Menschen, 5 lebende Skelette, die nur das eine Wort wimmerten. Ja, ja, Hunger, Hunger. Die Elenden, die sich kannibalisch ernährt hatten, vermochten kaum den Maisbrei, den man ihnen reichte, zu schlingen. Die alte Geschichte. Dürre, Heuschrecken, Hungersnot. Im vorigen Jahre seien alle Getreidekober und Körbe voll gewesen, heuer habe man aber auf dem ganzen Dorfacker nur 8 Lasten geerntet. Ja, und im vorigen Erntejahr habt ihr von eurer Hirse Bier massenweise gebraut, habt ihr alle Abende Pombe gezecht, getrommelt und getanzt, habt ihr saudummen Luderjaner alles vergeudet, verprasst und nichts zurückgelegt für die Notzeit, schimpfte Jobst, während er sein eigenes Frühstück eifrig in die großen Mäuler der schwarzen Mumienköpfe hineinstopfte. Der leichtsinnige Neger legt nichts zurück, sondern lebt wie ein Verschwender in den fetten Jahren. Darum vergeht kein Jahr, ohne dass irgendwo in Ostafrika in diesem oder jenem Bezirk Hungersnöte eintreten und Tausende hinraffen. Der Neger geht auch nicht in andere Gegenden, um zu arbeiten oder zu betteln, sondern legt sich apathisch hin und stirbt. Es ist immer ein Befehl Gottes und ein Verhängnis, dagegen nichts zu machen ist. Ist in der Nachbarschaft keine Speise zu haben? Fragte der Pfadfinder. Oh ja, Herr, im nächsten Dorfe, lautete die erstaunliche Antwort, ist viel zu essen. »Ist viel zu essen? Zum Donnerwetter, und ihr verreckt vor Hunger!« »Ja, da ist Shakula Mingi.« »Shakula Mingi, das heißt viel zu essen, ist das Evangelium des Negers.« Bei dieser frohen Botschaft spitzten die Träger die Ohren. »Wie weit ist es denn bis zum Dorfe?« »Wenn ein Mann von Mittag bis Abend geht, wird er dort sein.« »Also nur 6 Stunden.« »Die Wanjamwesi da selbst haben viel Kornbatate, Maniok.« Aber sie wollen es nur sehr teuer verkaufen und wir haben schon alles, unsere Flinten, unsere Ringe, ja unseren Schurz hingegeben, klagten die Unglücklichen. Auch das ist einer von den netten Charakterzügen des Negers, dass er als geriebener und gänzlich skrupelloser Geschäftsmann die Hungersnot seines lieben Nächsten ausnutzt, um für sein Korn die schändlichsten Wucherpreise zu fordern, und dass er seinen schwarzen Mitmenschen, der den Preis nicht zahlen kann, mit Seelenruhe verhungern lässt. Bei der schwarzen Rasse stehen die unglaublichsten Gegensätze. Schönes Mitleid und rohe, viehische Brutalität, unvermittelt und grotesk nebeneinander.
Jobst machte die Grimasse, die das spöttische Lächeln in dem von der Narbe verzerrten Gesicht hervorrief, und streichelte seinen Kiboko. »Wir werden uns mit den schlauen Kornhändlern verständigen. Das ist ein guter Dolmetscher.« Jetzt wurde im Schnellschritt marschiert. Sogar die faulen Esel machten flinke Beine, als wenn sie von der vollen Krippe eine Ahnung hätten. Die Träger, die alles zum Reim und Singsang machen, sangen in den höchsten und tiefsten Tönen. »Schakula Mindi«, viel zu essen, sehr viel, ungeheuer viel zu essen, essen, essen. Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.